Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Ich habe jetzt so ein bisschen den Dreh raus, was diese Mission angeht, weil ich immer nicht so ganz durchgeblickt habe hier. Es ist zwar teilweise übersichtlich, aber man muss auch ein bisschen den Dreh rauskriegen, wo man einen Wegpunkt setzt und wo diese Nebenmissionen und optionale Aufgaben sind. Und wenn man halt hier in diese, ja, in das Menü geht, dann sieht man hier das allgemeine Story-Einsatzziel. Man kann aber auch halt in diese extra Missionen gehen und dann kann man hier unten so ein bisschen raufgehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, alte Geheimnisse, dann wird mir nur das Grab angezeigt, was hier in der Nähe ist. Das hatten wir noch nicht, weil wir ja auch eine Aufgabe haben, diese Gräber zu finden, damit wir das der anderen dann sagen können und die Münzen bekommen oder was. Wenn ich jetzt aber in die Verteidigungsstrategie gehe, dann werden mir auch auf der Karte die anderen Sachen angezeigt, also dieses grüne Leuchten, was mir dann immer fehlte. Und das muss ich dann schon angewählt haben, sonst kann ich den Turm halt lange suchen, denn das wollen wir auch noch machen. Ich lasse das jetzt mal so, so blinkt schön beides und wenn ich jetzt dann halt jetzt raus aus dem Menü gehe und in diese Special-Sicht gehe, sieht man ja schon, dann habe ich das Grüne, das ist der Turm, wo wir hinwollen und das optionale Herausforderungsgrab und da gehen wir jetzt mal hin. Und das finde ich ziemlich cool. Wenn ich das jetzt verstanden habe, dann lässt sich vieles so auch lösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das Grab ist. Jawohl. Ah ja. Widmen wir uns einem nächsten Grab. Fehlende Ausrüstung. Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt das Drahtseil. Das ist natürlich schade. Dann kann man sich hier rüberhängen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Nichts? Dann komme ich hier noch nicht hoch, was? Okay, wir kriegen also noch irgendeine Ausrüstung. Genauso wie ich da hinten ja auch noch was brauchte in dem anderen. Wobei, jetzt können wir Feuer machen. Ich glaube, das andere Grab könnte man dann schon nochmal machen, aber... Tja, egal, so. Tauchsprung. Springen Sie von über Wasser gelegenen Plattformen und drücken Sie in der Luft schnell LT, um zu tauchen. Okay, ich versuch's mal. Das hat nicht geklappt. Ich will das nochmal machen. Ich habe LT gedrückt. Die Frage ist aber... Ja. Manu, jetzt komme ich da nicht mehr hoch so einfach, oder? Na, das ist doof. Ich glaube, ich hätte nicht extra abspringen dürfen. Also ich bin extra so abgesprungen. Ich mach das mal so. Achso, nee, dann... Das geht ja auch nicht. Dann drückt sie die... Lass das mal... Ja, das ist halt zugleich auch Pfeil ziehen. Sie kann nicht springen und LT. Das ist halt beides. Das wisst ihr jetzt von der Steuerung nicht, deswegen sage ich es euch. Gut, dann widmen wir uns dem Turm. So, und ich kann hier wohin? Irgendwo da oben hin. Okay. Ich wollte eigentlich von einem Seil zum nächsten springen, aber das klappt irgendwie auch nicht. Wo bist du denn jetzt hingefallen? Ja. Okay, in die Richtung sollen wir. Dann laufe ich da einfach mal hin. Ach so, und da sind die Kürbisse. Ich habe gelesen, dass es da auch noch irgendwie einen Nebenquest gibt. Man kann Kürbisse werfen. Ich möchte Kürbisse werfen. Kürbisse. Kürbisse, 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 Kürbisse. Kann ich die hier werfen? Kannst du so einen Kürbis nehmen? Wie kann ich das denn machen? Och Mann. Kein Kürbis werfen. Na gut. Hier sind wieder die Hühner, aber ich habe keine Stelle. Kann das sein? Ich glaube, wir sollten mal zum anderen Lager hier, zu unserem Lager gehen, weil wir haben ein paar Sachen, die wir machen können. Neue Waffen verfügbar. Unfähigkeitsdinger. So, ich will jetzt mal in die Waffen gehen. Ich will jetzt mal wissen, was wir hier haben. Wir haben alter Hornbogen. Aha.
55% abgeschlossen, ein antiker byzantinischer Bogen, der auf hohe Schussgeschwindigkeit ausgelegt ist, verziert mit Stücken von Bergschafhorn. Na, dann upgraden wir das mal. Und wir können Horngewichte machen. Ein ausgewogenerer Schaft, der ein schnelleres, erneutes Spannen und Feuern ermöglicht. Anwendbar bei allen Hornbögen. Dann machen wir das mal. Unser schöner antiker Bogen. Der sieht auch schön aus. Das stimmt. So, und dann haben wir aber noch was. Wir können zum Beispiel unsere Handfeuerwaffe auch verbessern. Unsere Mondschatten nämlich. Und dann gehen wir mal rein in die Upgrades. Aha. Geölter Schacht. Der geölte Magazinschacht ermöglicht einen glatteren Betrieb und ein höheres Nachladetempo. Anwendbar bei einem schweren Pistolen oder maßgefertigter Griff. Der optimale Griff erlaubt einen komfortableren Halt und eine bessere Rückstoßkompensation. Anwendbar bei einem schweren... Ich nehme mal das. Geölter Schacht. Juhu. Können wir noch mehr machen? Ach, wir können das andere auch machen. Gut. So, dann haben wir eine coole Pistole. Guckt euch die Wumme an. Die sieht doch schon mal sehr... Ihr Blick aus... gefällt mir das? Weiß ich noch nicht. Genau. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Fähigkeiten. Da haben wir uns auch was verdient. Überlebender. Was haben wir denn da wieder schönes Neues? Handwerksmeister, Leichenfallenspezialist, Hohlspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolenkugeln, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödliche Wirkung beim Ausweichen. Das machen wir mal. Kann ja nicht schaden, ne? So. Jetzt haben wir hier noch mehr. Wir können auch den Kämpfer noch anscheinend. Wir haben noch mehr Punkte. Was können wir denn da mal machen? Effizienter Killer. Feinde, die durch lautlose Kills erledigt wurden, werden automatisch ausgeplündert. Das mache ich auch mal. Effizienter Killer. Yeah, die coole Lara. Ja, dann haben wir ja schon einiges wieder geschafft. Ich gehe nochmal in die Waffen. Wir wechseln auch mal unsere Klamotten. Unsere Klamotten, Lara. Soll's jetzt nicht zeigen, wie cool du hier... Ne? Wir können ja mal hier unsere Whiteout-Jacke wollte ich gar nicht. Was will ich denn mal? Lederjacke haben wir auch schon lange nicht. Jägerin. Das haben wir doch an, oder? Graues, wir nehmen mal das blaue Henley-Shirt. Können wir es mal machen? Ja, das behalten wir mal an. Mal ein bisschen im Blau hier, ist zwar arschkalt draußen. Passt also eigentlich gar nicht, aber so sieht sie schön schlank aus. Muss sie halt ein bisschen mehr rennen, damit ihr nicht so kalt ist. So, ich würde jetzt gerne trotzdem mal meine optionale grün... Ach da, okay. Warum wird mir das denn... Jetzt wird es mir wieder angezeigt. Manchmal wird mir das Grüne nicht angezeigt, es verwirrt mich. Wir wollen den nächsten Turm machen. Ich will den nächsten Turm kriegen, endlich. Damit wir die Mission hier auch mal abgeschlossen kriegen. Ich hätte auch gerne Kürbisse geworfen, aber... Ja, muss ich nochmal rausbekommen. Und Hühner sollen auch in den Stall. Alles nicht so einfach hier. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? War ich das? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Kampf erprobt, neue Ausrüstung erhalten, wieder was bekommen und wieder Credits verdient. Mann, 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 ich komme ja hier gut voran. War ich hier schon mal eigentlich hier oben? Ich möchte mal nach oben gehen. Mit der Leiter ganz nach oben. Hallo. Hallo. Moin. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Ja, Ragnar. Das können wir wohl. Das kriegen wir hin. Was ist denn? Worauf schießen Sie? Entschuldigung, dass ich das gemacht habe hier, ne? Ich dachte, ich kann das irgendwo vielleicht festbinden. Vielleicht finden wir auch noch eine Zielscheibe oder so von hier oben. Das wäre auch cool. Aber nein. Worauf schießen Sie? Na, auf dich natürlich. Was denn sonst? So. Mission jetzt in die Nebendinger, genau wie ich gesagt habe. 5 von 9, das habe ich gemacht. Ist das damit erledigt, ja? Okay, dann mache ich jetzt alte Geheimnisse und möchte bitte dann eine Ahnung haben, wo ich weitere Gräber finden kann, die ich aber auch am besten mal lösen kann. Das wäre auch schön. Beziehungsweise, hier gibt es auch noch irgendwie Sachen und ich würde die am liebsten irgendwie mal anvisieren, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Kannst du da nicht hinlaufen? Überlebensversteck, Höhle,
Ich will zum Dokument. Wir laufen mal zum Dokument. Da liegt ein Dokument. Zum Dokument. Sofort. Du sollst nach unten. Mein Gott. Da ist eine Zielscheibe. Direkt vor unserer Nase ist eine Zielscheibe. Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ihr kleinen Fieslinge hier. Versteckt die mir hier. Ja, komm. Hol die mal runter. Hol die runter. Das gibt's nicht, ne? Hab sie doch getroffen. Geht doch. 6 von 8. Zielen. Und ich sag noch, wo ist sie, ne? Dann holen wir uns nochmal das Dokument. Da war unten im Brunnen. Ich war doch unten im Brunnen. Oder liegt das hier vor meiner Nase? Was seid ihr denn für welche? Oh. Bestimmt hier unten. Nee? Nee, wir können nicht. Kommen wir nicht. Wo ist es denn? Ist hier kein... Hä? War doch damals extra im Brunnen, um zu gucken, ob da ein Dokument ist. Wo ist denn das? Hier unter uns oder über uns? Ja. Irgendwo unter mir vielleicht? Ich glaube unter mir. Irgendwas wird da sein. Was ich nur jetzt nicht erkennen kann. Aber ich habe jetzt echt gedacht, ich muss in den Brunnen rein. Okay, dann möchte ich nicht nur zum Dokument, sondern hier zum Beispiel Wolf im Hühnerpelz. Da sieht man, dass man Hühner fangen kann. Die Frage ist nur, wo halt der Hühnerstall ist. Der Hühnerstall, um die Hühner wegzupacken. 6 von 8 Zielen, auch krass. Und was ist das hier oben? Krypta-Eingang. War ich da schon? In der Krypta? Ich glaube, ich war da schon, oder? Ich glaube, wir waren da schon. Ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Einsatzziel jetzt, weil das mit den Hühnern weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wo der Hühnerstall ist. Ne? Entschuldigung, Ragnar. So. Da hinten sollen wir hin. Möchte ihr nicht wehtun, deswegen werden wir uns hier rüberschwingen müssen. Um hier nochmal runterzukommen. Der schnelle Weg sozusagen. Und ich gehe jetzt, ich verfolge dem Hauptziel. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile hier viel gemacht und sollten vielleicht auch mal weiterkommen, aber wenn ich schon mal den Dreh raus habe, was es noch zu tun gibt, mache ich das natürlich auch gerne. Außerdem haben wir auch noch nicht die Zielscheiben alle gefunden. Und wie komme ich darüber? Achso, ich muss ja wieder zu denen erstmal, genau. Da habe ich auch angefangen. Kann ich das hier unten einsammeln? Oder einfach mal hier lang gehen, genau. Optionales Herausforderungsgrab mal wieder. Naja. Oh. Nee. Brauche ich nicht. War ich hier schon drinne? Ja, war ich. Hier habe ich das Ding freigemacht. Mhm, mhm. So, jetzt kann ich da oben hin, damit ich hier lang kann. Kann ich hier hoch? Zufällig? Nein. Schade. Ich dachte, das ist so eine kleine Abkürzung. Mhm. Wo bin ich jetzt wieder? Ein Überlebensversteck. War ich jetzt hier schon drinne? Ich weiß nicht. Ja, war ich. Okay, hier sind wir wieder. Wo ich aber keine Ahnung habe, was wir hier brauchen, damit man hier rein kann. Weil abfackeln geht ja anscheinend nicht. Na gut. Vielleicht finden wir das nochmal irgendwann. Vielleicht können wir das aufsprengen.
Oder vielleicht wird uns das vom Spiel noch gesagt, wenn wir, wenn da steht, ja, sie können Zweigbüsche oder was weiß ich nicht, ne? Sowas in der Art. Wie komme ich denn da hin? Da, wo unser Hauptquest ist. Voll toll, was ich hier mache. Dann gehe ich hier wieder zurück. Muss nochmal hoch. Ja, ja. So. Nach oben. Dann gehe ich jetzt nochmal hier entlang. Weil da kann man bestimmt weiter. Wir haben ja dann das Grab da gefunden gehabt. Und was weiß ich? Hatte ich das Lager eigentlich hier schon mal anvisiert? Hatte ich das schon überhaupt gefunden? Trinitys Anwesenheit. Nee. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Und darin ist Lara auch ganz gut. Und ich hatte das Lager schon. Aber ich habe es noch nicht, sag mal, direkt angemacht. Ich kann das blöde Huhn fangen, ich weiß. Aber ich weiß ja nicht, wohin damit. Also, was soll ich tun? kann ich da den Baum hoch und geht's dann da weiter? Weil ich würde ganz gerne den Hauptweg jetzt mal finden. Hier waren wir ja auch schon, aber ich mach's nochmal. Hier können wir vielleicht hoch, ne? Ich glaube, hier sind wir auf einem guten Weg. Jawohl. Ich grüße Sie. Moin. Ja, hier sind wir richtig. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Okay. Kommen Sie so schnell wie möglich her. Bin dabei. Hinter die beiden Haken! Schnell! Schnell! Achtung! In Deckung bleiben! Hört zu! Bleibt zusammen! Oh, jetzt geht's aber ab hier. Was ist da? Kannst du da durch? Kannst du hier tauchen? Oha. Wenn ihr das Feuer nicht einstellt, seid ihr alle tot. Ihr habt 30 Sekunden. Wo ist die göttliche Quelle? Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Pumpgun. Jetzt geht's los hier. Oh. Stehen am Dorf, Achtung, der Beschuss. Bis sie mich hören. Wir brauchen Hilfe. Oh.
Jetzt geht's los hier. Ja, hallo. Nicht festbacken, nicht festbacken. Okay. Oh oh. Oh 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 oh. Nein, was ist das für einer? Scheiße.